Kedves nézőink, most következik a Modell és Bán sorozat. Liebe Zuschauer, jetzt kommt Modell und Bahn. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Ausgabe April von Modell und Bahn. Und folgende Themen haben wir für Sie heute vorbereitet. Wolf-Rüdiger Gotzlebens Modellbahntraum Teil 2 und vorgestellt Fiesmann auf dem Weg zum Vollsortimentproduzenten. Kommen wir zu unserem ersten Thema, liebe Zuschauer. Die Anlage von Wolf-Rüdiger Gotzleben ist Ihnen sicherlich noch ein Begriff. Und wir haben ihn, sagen wir mal, anderthalb Jahre später besucht, wie weit sein Baufortschritt vorangekommen ist. Und was dabei rausgekommen ist, sehen Sie jetzt im Teil 2, die Anlage von Wolf-Rüdiger Gotzleben. Es war Dezember 2013, als wir Wolf-Rüdiger Gotzleben besucht haben, um seine Superanlage über 2 Etagen eingebaut vorzustellen. Das Motiv der Anlage, das Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Mittelpunkt der deutschen Seite ist der Bahnhof Lindau. Damals war der Bahnhof Lindau noch ein einfaches Pappmodell. Den Bahnhof, das Bahnhofsgebäude, das lag mir ja am Herzen, nicht wahr? Das war ja vorher nur ein Dummy aus Pappe gebaut. Erstmal darzustellen, da gehört so ein Bahnhofsgebäude hin. Ich hatte dann aufgrund dessen, dass ich nun eine Verbindung zu diesem Herrn in Lindau hatte, dem erzählte ich am Telefon, dass ich also diesen Bahnhof, dass ich Schwierigkeiten habe, diesen Bahnhof nachzubauen, weil A, ich hatte keine Maße. Das, was ich gebaut hatte, hatte ich nur so eben mal abgeschritten. Und außerdem ist das sehr kompliziert zu bauen aufgrund der Dachform und so weiter. Und eines Tages rief er mich an, da sagte er, ich habe da was Tolles. Die haben Zeichnungen von dem Bahnhof gefunden. Alte Originalzeichnungen, als der Bahnhof mal gebaut wurde. Mensch, sag ich, das ist ja ein Wahnsinn. Die hat er mir alle fotokopiert und mir geschickt. Wollte ich erst selbst machen, aber es ist sehr kompliziert, auch selbst mit den Zeichnungen, die ich jetzt habe. Und da bin ich auch glücklich darüber, dass ich solche tollen Zeichnungen habe, nicht? Weil der komplette Bahnhof da drauf. Und da fiel mir dann ein, in irgendeiner Modellbahnzeitung fand ich mal einen Artikel über den Herrn Oswald. Und da war auch seine Adresse angegeben und auch seine Telefonnummer. Und da habe ich den einfach mal angerufen. So. Und damit war die Sache geritzt. Ich brauchte allerdings jetzt für meinen Bahnhof ja nur ein Drittel des Gesamtgebäudes, weil ja der Bahnhof, ja, das ist ja wie ein Riesenhotel sieht er ja eigentlich aus und nicht wie ein Bahnhof. Und der geht ja von dem Busbahnhof abgesehen, von da aus geht er ja bis zum Hafen, bis zur Kaianlage. Und das habe ich ja auf meiner Anlage nicht dargestellt. Also ich habe ihn dann, wir haben ihn genau im Maßstab 1:87 gehalten und auf den Platz eingerichtet, der mir zur Verfügung stand. Weil ja, und somit habe ich also auch den Haupteingang mit dem Portikus und so weiter noch mit in mein Modell drin. Und das ist schon mal ganz toll. Und der ist genau exakt 1:87. Neben dem Bahnhof, da steht ja ein Kiosk und der ist also auch wirklich dort. Ein hässlicher Neubau, aber der steht da. Und da ich so ein bisschen auch das Wirklichkeitsgetreu nachgestellt oder nachstellen wollte, habe ich auch diesen hässlichen Kiosk dahin gebaut. Und dieser imposante mittelalterliche Turm ist ja auch neu auf der Anlage. Das ist der sogenannte Diebturm. Diebsturm.
der in der alten Stadtmauer steht. Und den habe ich auch genau an dieser Stelle platziert, an der auch im Original steht. Er ist nämlich da an der Zeppelinstraße, ist noch ein Stück der alten Stadtmauer. Man muss wissen, dass die Stadt Lindau eingefasst war ringsherum mit einer großen Stadtmauer. Und diese Brücke, die da, die Tirschbrücke, die steht ja auch auf alten Fundamenten der Stadtmauer. Da waren eigentlich mal Stadttore, das war ein Stadttor. Und das war alles eine Verbindung, diese Stadtmauer mit dem Diebturm. Und der heißt Diebturm darum, weil er zeitweilig als Gefängnis genutzt wurde. Da wurden Diebe eingesperrt. Und daher hat er auch seinen Namen. Schauen wir uns jetzt den weiteren Baufortschritt auf der Anlage an. Was gibt es denn da Neues zu berichten? Oh, eine ganze Menge, möchte ich wohl so sagen. Erstes Mal ist der Schattenbahnhof gewachsen, den ich ja eigentlich niemandem zeige, nicht? Weil ich trotzdem stolz darauf bin, weil so einen Schattenbahnhof, wie ich ihn habe, da beneidet mich manche Frau drum, die hätte gern so einen begehbaren Kleiderschrank. Und ich habe einen begehbaren Schattenbahnhof. Nicht? Aber es ist die Schweiz entstanden. Die Schweiz ist jetzt so fertig. Ich habe die Nordrampe der BLS nachgestaltet in der Gegend um Blausee-Mietholz. Dann habe ich kleine Teile der Südrampe dargestellt, wo ich also diese Highlights so ein bisschen aneinandergereiht habe und auch die Kilometer dazwischen weggelassen. Wenden wir uns jetzt dem Schweizer Teil der Anlage zu. Hier sind gleich, sinnbildlich gesprochen, Gleise in drei Ebenen angelegt. Das entspricht dem Vorbild. Das Einzige, was ich abweichend gebaut habe, ist, dass die untere Ebene eigentlich ab Tunnelausfahrt, den man ja sieht in den Bildern, die Tunnelausfahrt unten, von da ab geht das Gleis in einem großen Bogen, der nach rechts abschwenkt und dann in einen Linksbogen übergeht, aber weiterhin immer bergauf führt und teilweise auch auf einem Bahndamm verlegt ist, in einem großen Bogen dann in den Bahnhof Blausee-Mietholz rein. Und das habe ich hier anders gemacht. Ich habe also eine parallel führende Strecke eigentlich am Anlagenrand entlang gebaut, weil mir sonst der Platz für die Südrampe gefehlt hätte. Und lasse diese untere Strecke einfach im Tunnel und dann im Gleiswendel verschwinden und komme dann auf der Ebene von Blausee-Mietholz wieder aus einem Tunnel heraus. Dieser Tunnel ist aber eine Besonderheit wiederum. Das ist ein echter Felsen. Und den habe ich mir von einem Steinmetz zuschneiden lassen. Ich durfte mir auf seinem Hof, also Felsen angucken, Steine angucken, aus denen er eigentlich Grabsteine macht, welche Struktur, Außenstruktur mir gefällt. Und dann hat er mir eine ungefähr 5 cm dicke Scheibe von diesem Stein abgeschnitten mit seiner Steinsäge. Und mit dieser Scheibe bin ich dann glücklich nach Hause gegangen. Und als ich dann zu Hause war, stellte sich natürlich jetzt die Frage, wie kriege ich jetzt also den Tunnelausschnitt da rein? Entweder mit einem Hammer und Meißel Gefahr laufend, dass ich damit also mir vielleicht meine kleine 5 cm Platte zerkloppe. Und im Baumarkt kriegte ich dann für meine Stichsäge ein Steinsägeblatt. Da jetzt die Rückseite des Felsens letztendlich keine Struktur hatte, sondern schön glatt war, habe ich mir also das Tunnelportal von der Rückseite her aufgezeichnet und meine Stichsäge angesetzt und habe dann mit der Stichsäge dieses Stück Stein da für meine Tunneleinfahrt rausgesägt. Und das Schöne ist ja, dass das ist ja ein Tunnel, der im Grunde genommen zu finden ist in der Schweiz an mehreren Stellen und auch an der Gotthardstrecke findet man solche Tunnel, die kein gemauertes Portal haben, sondern Naturfelsen. Und das wollte ich irgendwie auch mal darstellen. Es weicht zwar ab von dem Vorbild, es gibt an der BLS-Strecke diesen Tunnel nicht,
Aber ja, das ist eben die Freiheit des Hobbys auch, nicht? Wenden wir uns jetzt diesem imposanten Brückenbauwerk zu. Das ist die Bietstahlbrücke, die auf der Südrampe der BLS-Strecke zu finden ist. Im Hintergrund dieser Brücke sieht man als Wandtapete einen schneebedeckten Gipfel. Das entspricht im Grunde genommen dem Vorbild, das ist das Beachhorn. Und dieser Hang, der dann vor dem Beachhorn zu sehen ist, ist also auch meinem Vorbildfotos entsprechend nachgestaltet worden. Die Brücke ist eigentlich ein herkömmlicher Fallerbausatz. Der Fallerbausatz ist allerdings in gerader Ausführung zu bekommen. Da die Bietstahlbrücke aber im Bogen liegt und einen Radius von 300 Metern aufweist, habe ich also diese Brücke verändert. Inzwischen ist sie aber zweigleisig, weil die BLS schon zu Beginn ihrer Zeit alle Tunnel zweigleisig hat ausbohren lassen. Nur das zweite Gleis hatte man erst in den Anfang der 80er Jahre wieder verlegt. Und ich habe also diese Brücke auch im Bogen verlegt, was man allerdings von vorne nicht sieht. Aber für mich war es wichtig, dass sie im Bogen liegt, nicht wahr? Wenn man denn also mal ein Bild aus dem Tunnel heraus macht, dann sieht man das, dass die im Bogen liegt. Nach so viel Modellbau wollen wir natürlich auch Züge sehen. Wolf Rüdiger Gotzleben zeigt uns drei typische Vertreter des Schweizer Schienenverkehrs. Den Anfang macht ein Intercity-Elektrotriebwagen, der in einer anderen Farbvariante auch in Deutschland unterwegs war. Das ist der Intercity. Der ist später als Lufthansa Airport Express gefahren. Es gab hier nur drei Züge von diesem ET-403. Das ist ja auch interessant, der hieß ja noch ET-403. Das waren so die Vorläufer vom ICE. Die fuhren ja dann schon über 200 Stundenkilometer im Test. Und man hatte sie als Intercity-Züge eingesetzt, als die TEE abgeschafft wurden. Der ET-403 hat den Bahnhof Blausee-Mietholz erreicht und wir erwarten eine Zugkreuzung. Das ist eine 4-4. 4-4 hoch 4, kann man sagen. Also sie hat 4-4, wie es bei der Schweizer Bundesbahn üblich ist, aber sie ist die vierte Serie, also römisch 4. Ist eine Akustiklok von Rocco, hat das Pfeifsignal der typischen Schweizer Bahnen. Und ja, ist in den 80er Jahren so gefahren, zwischen 80 und 90 ungefähr, kann man sagen, ist diese Garnitur so gefahren. Also von einem richtigen Nostalgiezug kann man da noch nicht reden, nicht? Weil da gibt es also nostalgischere. Der ET-403 verlässt jetzt den Bahnhof Blausee-Mietholz und wir begleiten unsere 4-4 mit ihrem Wagenzug noch ein Stückchen auf der Anlage weiter. Hier verlässt sie gerade auf der dritten Ebene einen Tunnel und fährt unter einem typischen Bauwerk an den Alpenhängen hindurch, der vor Lawinen oder Geröll die Strecke schützen soll. Gleich verschwindet sie wieder unseren Blicken, um gleich die Bietstahlbrücke zu überqueren. Unsere 4-4 ist jetzt auf der Südrampe unterwegs, die bis nach Brig hinabführt. Sie passiert einen kurzen 28 Meter langen Tunnel, den sogenannten Victoria-Tunnel, um anschließend gleich wieder über einen steinernen Viadukt ein Tal zu überqueren und
na klar, typisch für die Schweiz, wieder in einem der unzähligen Tunnel zu verschwinden. Jetzt kommt unser drittes Zugpaar ins Spiel, geführt von einer E-Lok der Reihe 460 in der Epoche 6. Dieser Wagenzug hat aber einen ganz besonderen Speisewagen dabei. Ich war nach der Wende also auch mal wieder ein paar Tage in der Schweiz. Und ich fuhr parallel, führte die Straße neben der Bahntrasse. Und just wurde ich von solch einem Zug überholt, der diesen Speisewagen der Schweizer Bundesbahn eigentlich drin hatte. Das ist ja früher Schweizer SBB, also SBB bewirtschaftet gewesen. Und die Mitropa hatte nach der Wende aber diese ganzen Speisewagen auch in der Schweiz wieder übernommen. Und jetzt stand da erstmal, er hatte eine tolle neue Lackierung bekommen und dann Mitropa Swiss. Das war toll, das wusste ich erstmal. Da. Und dann gab es auch dieses Modell und das war natürlich zwingend, dieses Modell zu haben. Unser Zug mit der RE 440 hat den Bahnhof Blausee-Mietholz erreicht. Und wir sind auch gleichzeitig am Ende unseres Berichtes über diese Anlage angelangt. Und liebe Modellbahnfreunde, versprochen, in einem Jahr sind wir wieder hier, um über den weiteren Baufortschritt dieser Anlage zu berichten. Ja, liebe Zuschauer, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Die Anlage von Wolf Rüdiger Gotzleben ist immer wieder ein Hingucker. Und wir haben es ihm versprochen, dass wir ihn in circa ein Jahr wieder besuchen werden. Und dann werden wir sehen, wie weit der Baufortschritt vorangekommen ist. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Und das wird wahrscheinlich viele, viele Modellbahnfreunde sehr interessieren. Wir sind hier in Ungarn am Produktionsstandort von Viessmann Kibri. Und wer unsere Sendung im Januar gesehen hat, weiß, dass Viessmann Kibri auch die Marke Vollmer dazu gekauft hat und den Begriff bzw. die Marke Steinkunst herausgebracht hat. Und das hat ja viele Modellbahner aufhorchen lassen. Und ich möchte Sie jetzt einladen, mit mir hier gemeinsam am Standort in Ungarn einen kleinen Rundgang zu machen und auch etwas Neues über die Steinkunst zu erfahren. Vorsprung durch Innovation. Nach diesem Grundsatz arbeitet Viessmann nun schon seit über 27 Jahren. 1988 im hessischen Hatzfeld gegründet, fertigt das Unternehmen heuer in einer modernen Produktionsstätte in Ungarn. Wir beschäftigen in Ungarn 170 Mitarbeiter, davon ca. 100 Mitarbeiter in der Produktion, in der Montage und 70 Mitarbeiter in administrativen Bereichen und auch im Bereich Entwicklung und Werkzeugbau. Das Herzstück der Produktion am Standort Ungarn ist die Konstruktion. Diese Arbeit verlangt ein hohes Maß an Konzentration und Gewissenhaftigkeit, ist sie doch der Garant für die Qualität all unserer hochwertigen Erzeugnisse, die der Modellbahner erwartet. Das gilt für alle unter dem Dach von Viessmann vereinten Marken, Kibri und auch jetzt Vollmer. Apropos Vollmer-Produkte. Hier entstehen gerade die Fertigungsvorlagen für unsere neue Produktlinie, die Vollmer Steinkunst. Mittels der 3D-Scan-Technik ist es jetzt möglich, noch realistischere Oberflächen zu erzeugen. Damit bringt Viessmann ein neues Produkt auf den Markt, welches völlig neue Maßstäbe setzt. Was für fantastische Aussichten für den Modellbauer. Im Jahr 2014 vollzog Viessmann einen weiteren Schritt zum Vollsortimentanbieter. Die bekannte Traditionsmarke Vollmer hat ein neues Zuhause bei Viessmann gefunden. Mit dem Modellbahnsortiment der Viessmann und Kibri-Produkte in Kombination der Modellhauspalette von Vollmer eröffnen sich neue Wege, alle Produktionen als Synergieeffekt miteinander zu kombinieren. In der Arbeitsvorbereitung wird hier die Produktion eines Wohngeschäftshauses von Vollmer vorbereitet. Mithilfe einer Bemusterungstafel werden die einzelnen Spritzlinge auf Vollständigkeit überprüft. Das ist die Basis aller nachfolgenden Arbeiten.
Im Versand werden jetzt die Einzelteile entsprechend der Bemusterung für unser Wohn- und Geschäftshaus zusammengestellt. Erst wenn sichergestellt ist, dass alle Einzelteile vollständig vorhanden sind, können die Teile verpackt werden. Das abschließende Wiegen der Verpackung mit Inhalt ist der letzte Kontrollschritt. Der Musterbau hat ebenfalls eine wichtige Funktion in unserem Unternehmen zu erfüllen. Hier werden Modelle aus der laufenden Serie entnommen und zusammengebaut, wie unser Beispiel das Wohn- und Geschäftshaus. Damit wird gleichzeitig die Passgenauigkeit der Teile überprüft. Außerdem werden Produkte aus dem laufenden Fiesmann-Zubehörprogramm verbaut, wie hier zum Beispiel die beleuchteten Fensterelemente. Wenn alles passt, werden diese Ergänzungsmöglichkeiten in der Bauanleitung vermerkt. Dieses Beispiel zeigt die Möglichkeiten der Kombination zwischen den einzelnen Produkten der Dachmarke Fiesmann. Die gebauten Modelle werden aber auch für die Katalogherstellung benötigt. Zum einen möchten wir jedes Vollmer-Produkt neu fotografieren. Damit wir es neu fotografieren können, müssen wir es natürlich einmal mindestens neu bauen. Dann entsteht zuerst der sogenannte Freisteller, das heißt das Haus ganz nackt vor einem weißen Hintergrund, damit man auch sehen kann, was letztendlich auf der Verpackung gekauft wird. Danach wird das Haus gealtert und dann entsteht das sogenannte Diorama-Bild mit Blümchen drumherum, Fahrzeugen, Figuren ausgeschmückt, damit man sehen kann, was kann das Produkt, wenn es gut verbaut wird. Für jedes Vollmer-Produkt, was auf dem Markt befindlich ist und auch für die Produkte, die schon ausrangiert sind, also quasi nicht mehr im aktuellen Programm ist, kann man dennoch die Ersatzteile bei uns anfragen und wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten diese Ersatzteilanfragen auch bedienen. Das heißt, wir halten zu allen Produkten jeweils immer noch ein paar Spritzlinge vor. Die Montage der technischen Produkte ist sehr handarbeitsintensiv. Hier kann keine noch so perfekte, ausgeklügelte Maschine den Produktionsprozess ersetzen. Die Feinmotorik der Handarbeit garantiert außerdem eine gleichbleibend herausragende Qualität der Erzeugnisse. Deshalb sind an den Montageplätzen vorwiegend Frauen beschäftigt, die mit ruhiger Hand und gutem Auge die filigranen, elektronischen, aber auch Zurüstteile an Signalen oder Fahrzeugen montieren. Ich denke einfach, dass die Handarbeit der Schlüssel zu einem guten Produkt ist. Denn dadurch, dass wir keine Maschinen, keine Automatismen machen können, ist es ganz wichtig, dass der Mitarbeiter, der den Handgriff macht, der ihn 300 Mal macht, so sicher macht, dass am Ende die Qualität über mehrere Jahre bestehen bleibt. Das heißt, eine Lötstelle wirklich festsitzt oder irgendetwas so gebogen wird, wie es auch tatsächlich sein muss, dass es dem Original entspricht. Qualität kann man nicht erprüfen, sondern Qualität muss man erzeugen. Das heißt, eigentlich fängt die Qualitätskontrolle schon bei dem Mitarbeiter an, der das Produkt herstellt. Natürlich haben wir in verschiedenen Schritten am Ende von diversen Arbeitsgängen Qualitätskontrolleure sitzen, die sich dann eine Funktion anschauen oder im Vorfeld schon, bevor das Produkt verpackt wird, eine Endkontrolle durchführen, einen Funktionstest machen, damit, wenn das Produkt beim Kunden ankommt, es einwandfrei funktioniert. Seit über 27 Jahren sind die Fiesmänner auf Erfolgskurs mit ihren Produkten in der Modellbahnbranche. Fiesmann-Kunden schätzen und kennen die abgelieferte Qualität. Mit der Maxime Vorsprung durch Innovation schaut Fiesmann zuversichtlich in die Zukunft. Wir haben den Stoffexpress motorisiert, wir haben den Robel motorisiert, wir haben viele Häuser mit Beleuchtung ausgestattet, aber es gibt durchaus noch das ein oder andere Fahrzeugmodell, es gibt durchaus noch das ein oder andere Haus, was beleuchtet wird. Im Bereich der Steinkunst, die ja auch ganz neu ist, wissen wir selbst noch nicht mal, wo da die Grenzen der Möglichkeiten sind. Ich denke, hier haben wir noch sehr viel Potenzial, was wir in den nächsten Jahren abrufen werden. Und wo das alles hinführt, das werden wir dann in der Zukunft sehen. Ich denke aber, es wird für den Modellbahner nicht langweilig werden mit unseren drei Marken. Soweit unser kleiner Bericht von Fiesmann, Kibri und neuerdings auch
der Marke Vollmer unter dem gleichen Dach. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und konnten einiges Neues mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis dahin verbleibe ich, Ihr Frank Buttig.